In jedem von uns treibt sich ein Gedankengewirr durch den Ozean unserer Träume, Beweggründe und Meinungen. Meiner Meinung nach sollte man vorsichtig sein, wenn man seinen Anker fallen lässt. Es könnte passieren, dass man anfängt, Dinge wahrzunehmen, die besser in der Tiefsee unseres Unterbewusstseins verborgen bleiben sollten. Wenn man lang genug dem Rauschen des Gedankenmeeres zuhört, wird man irgendwann auch Stimmen wahrnehmen können. Verfalle im Wahnsinn. Meine liebste Isabelle, als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Leiden gerade die Liebe zum brennenden Feuer in die Seele legte. Denn nichts anderes ist so wundervoll und gleißend wie eine rote Flamme, die langsam auf der Kerze menschlicher Erscheinung tanzt und dabei von einer melancholisch anmutenden Sinfonie aus dem Halse der Kerze begleitet wird. Profane und normale Menschen würden es wahrscheinlich eher als Schreie und Ausdruck des Schmerzes bezeichnen, doch ihre Realitäten und Ansichten sind mir ohnehin ein Ekel übelster Art. Ihr mit Mauern versetzter Verstand versteht lediglich nicht die Schönheit meines Schaffens und verflucht mich als Abwehrreaktion auf meine Freiheit aufs Derbste. Mörderin hießen sie mich. Und wahnsinnig. Sie sind es, die wahnsinnig sind. Sie, deren Augen stetig am Boden haften und die Ästhetik des Himmels versäumen, da sie fürchten, er verbrenne ihre dreckigen Augenlider. Ich bin nicht wahnsinnig. Sie sind nur blind und verschließen ihre Herzen vor dem Glanz. Und so oft ich auch versuchte, ihre Augen zu öffnen, umso stärker pressten sie die Lider zusammen. Allein du bist mein erleuchtetes Flammenmeer und wirst mir hier vor Ort eine helfende Hand sein müssen. Nämlich die, deren Finger die Köpfe der Unwürdigen fest fixieren und es mir ermöglichen, ihre Zukunft zu erleuchten. Dabei hätten sie es doch erkennen müssen, schon bei meinem ersten Flammenträger. So schön hatte ich ihn doch hergerichtet. Mit flammender Krone thronte er über der ganzen Stadt, begleitet von den monotonen Glockenschlägen hinter seiner Herrlichkeit. Aufs Schönste war er hergerichtet. Mit weißer Haut und vollem Haar stattete ich ihn aus, auf dass sein Antlitz für jenen Augenblick zur nächtlichen Sonne und einem Leuchtfeuer für die Verlorenen ward. Und wie sie kam, in Strömen dem Atlantik gleich. Sie lauschten seiner Sinfonie und reicherten sie mit ihrer eigenen Kehle lautem Schall zu einem Orchestralwerk um, dessen Schönheit mich beinahe in Ekstase vom Kirchturm fallen ließ. Doch besonnen, wie ich bin, beherrschte ich meine niedrigen Triebe und vollführte meine Heiligsprechung, bis die Seele meines Auserwählten schon in feurigen Schwaden zum Himmel emporgestiegen war und ihren Frieden gefunden hatte. Ich, der weltenhellste Priesterin, habe jemanden erlöst, dessen Leben zerrissener war als ein bleiches Gesicht im Zornesrausch. Ich habe ihn mit dem Feuer gereinigt und befreit, und sie schimpfen mich Mörderin? Sie wollen meine Freiheit einschränken? Dafür müssten die elenden Maden doch erst verstehen können, was Freiheit und Erlösung überhaupt sind. Doch sie können es nicht, da sie mit den schweren Geistesmauern der Unmündigkeit verflucht sind, die sie daran hindern, das wahre Leben zu erkennen. Wir dagegen, die reine Erleuchtung dieser Welt, sehen klarer, als Gott selbst es tun könnte. Wir erkennen die ganz kleinen Lichtschweife, die tagtäglich das gemeine Leben formen und sie auf Schritt und Tritt kontrollieren. Sie glauben vielleicht daran, mit einem freien Willen ausgestattet zu sein, doch sie leben dabei nichts als Lüge und Illusion. Sie alle sind willenlos, seelenlos, kraftlos und geistlos. Allein unsere leuchtenden Augen werden sie befreien können, doch allein kann ich ihnen nicht in den Himmel verhelfen. Nicht mehr, seitdem man mich und unsere Ideen als Schandflecke des Lebens diffamierte und meine Hände mit unsichtbaren Stricken band. Ich verstehe sie ja sogar etwas. Sie vermögen wahrlich nicht, unsere Gedanken und Pläne zu verstehen und werfen sie deshalb in die tiefe Grube der verlassenen Hellsichtigen, die sie so bitter und garstig als Wahnsinnige diffamieren.
Sie treten die Gesalbten ihrer Zeit mit Füßen tief hinab und wundern sich dann, warum all diese schlimmen Dinge passieren und gerade ihnen widerfahren. Aber, mein Flammenmeer, ich bin mir sicher, dass wir sie erlösen können. So wie deinen sündhaften Mann und seine Schwester. Wir haben sie befreit. Alle beide schwelgen nun in unendlicher Glückseligkeit in den Ebenen der Lust. Doch dies ist nur der Anfang. Und es fällt mir bedeutend schwerer, hier allein die Himmelfahrt für die zukünftigen Flammenträger aufzuführen, während ich mich nach deiner wundervollen Gegenwart verzehre. Die besonders ignoranten Hunde dieses Schandflecks Erde kommen meinen Taten immer näher auf die Spur und werden mich aus ihrem Unverständnis heraus umbringen, sofern ich nicht deine zierliche Hand an meiner Seite weiß. Komm zu mir, so schnell du kannst, und wir werden alles in eine Sphäre ewiger Glückseligkeit verwandeln. Und sollten wir diesem Leben einmal überdrüssig sein, lassen wir uns selbst die größte Ehre zuteil werden, die von unserem roten Vater ausgeht. Allein schon beim Gedanken an diese wundervolle Paarverbrennung erregt sich mein gesamter Körper und heizt mein Verlangen nur noch weiter an, diesem Pfad zu folgen. Wir beide werden die höchsten Geschöpfe dieser Welt sein, uns auf ewig in feuriger Leidenschaft verbrauchen und unserer Liebe den Ausdruck verleihen, der ihr gebührt. Ich liebe dich, mein Flammenmeer. Und wie steht es mit dir? Bist du von einer bestimmten Sache oder Ansicht überzeugt, die einfach niemand mit dir teilen will? Vielleicht bist du fest der Überzeugung, dass die Erde flach sei. Oder du betest, wie ich, die Ankunft des allmächtigen Sacsayhuacan an. Manchmal hören wir Stimmen in unserem Kopf, die unser Augenmerk auf die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben lenken. Abonniere den Kanal. Und dann sollte man dringend tun, was sie einem sagen wollen. Like das Video. Das ist mein voller Ernst. Unterstütze Tony auf Patreon. Bis zum nächsten Mal.